Na, Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! Sehr gut, wir starten heute mal ein bisschen anders in die heutige Folge. Und zwar eine Sache, die immer mal wieder nachgefragt, angefragt wird in den Kommentaren, ist die Frage, wie ich mich denn bzw. die Mannschaft und das Boot auf die kommende Feindfahrt vorbereite. Und das wollen wir einmal möglichst zügig durchspielen, bevor wir dann wieder in See stechen. Wir müssen natürlich erstmal das Boot wieder nachfüllen, also betanken, neue Aale aufnehmen, Verpflegung übernehmen. Dann denke ich, werden wir auch nochmal ein Update einbauen können, denn hier das neue Funkmessbeobachtungsgerät Borkum wurde erforscht. Das heißt, das werden wir auch noch einbauen. Ich beginne mal mit den Offizieren, denn was ich immer ganz sinnvoll finde, ist, dass zum Beispiel die ganzen Ingenieure Ersatzteile schon mal quasi in der Hosentasche haben. Das spart einfach ein bisschen Platz im Hauptlager. Wir schnappen uns mal den Kollegen Gänge. Ich habe mir die anderen schon angesehen. Die anderen Offiziere bzw. die anderen Ingenieure haben bereits 5 Ersatzteile in ihrem eigenen Inventar. Und deswegen schicken wir jetzt hier den Kollegen Gänge einmal hin. Der hat nur 4 Ersatzteile, deswegen füllen wir hier einmal auf. Transferieren ihm noch ein 5. Ersatzteil in die Hosentasche. Dann haben wir auf der letzten Feindfahrt einige Kaliumabsorber verbraucht. Deswegen schnappen wir uns mal den Weber, gehen hier wieder ins Hauptlager und stopfen dem direkt mal die 10 verfügbaren restlichen Kaliumabsorber hier rein. Ich glaube, maximal kann er 30 Stück aufnehmen. Das heißt, wir werden ihm noch die Hosentaschen voll machen und dazu auch noch die maximale Anzahl an verfügbaren Kaliumabsorbern hier ins Hauptlager hinzufügen. Die Kombüse finde ich auch immer eine ganz gute Idee, bevor man sich um die Nahrungsübernahme kümmert, dass man hier einmal einfach quasi die Kombüse erstmal voll macht und dann das Hauptlager auffüllt. 4 Slots hat sich bewährt. Das reicht für eine ausgiebige Feindfahrt, sage ich mal. So, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Ich glaube, den alten hatten wir noch. Der kriegt auf jeden Fall auch nochmal ein paar nicht Ersatzteile, sondern der bekommt nochmal ein paar Verbandskästen hier in sein persönliches Inventar. Darüber hinaus, was die Erste Hilfe angeht, wir haben ja mindestens einer der Funker hat ja diese, wir schauen hier mal ganz kurz rein, diese Fähigkeit Sanitäter bekommen oder eben hier diese Erste Hilfe Fähigkeit, medizinischer Koordinator. Das heißt, der kann auf jeden Fall medizinische Hilfe leisten und dazu braucht er aber kein Erste-Hilfe-Set. Also das ist natürlich auch wirklich eine hervorragende Skill, die man den Leuten verpassen kann. Okay, dann wäre das einmal erledigt. Dann gehen wir mal dazu über und gehen ins Nachschublager und schauen mal, was hier alles vorhanden ist. Jetzt können wir hier direkt mal hier wieder mit Ersatzteilen auffüllen. Können hier hingehen und können die Verbandskästen auffüllen. Hat erfahrungsgemäß reicht das. Wir haben 5 beim Kommandanten und hier nochmal 10 auf Reserve. Plus eben der eine Funker, der diesen Erste-Hilfe-Skill hat. Dann gehen wir zu den Lebensmitteln weiter. Brot ist schon allein deshalb eine gute Sache, weil es umsonst ist. Und ansonsten füllen wir hier einfach wieder auf, bis sämtliche Slots einfach wieder insgesamt komplett gefüllt sind auf 100. Hier können wir jetzt nicht ganz voll machen, aber wenn wir wieder ein bisschen Zeit vergehen lassen müssen, zwangsläufig, dann sollte sich das hier quasi regeneriert haben. Und auch hier können wir mal auf 83 Stück auffüllen. Das dürfte hier erstmal genügen. Dann gehen wir nochmal zur Ausrüstung. Oh, Bolt. Genau, Bolt hatte ich ganz vergessen. Da müssen wir auch nochmal dran gehen. Wir füllen erstmal Kaliumabsorber auf und füllen hier nochmal Täuschkörper auf. Sobald die jetzt übernommen wurden, werden wir da auch nochmal einen Offizier mit den Täuschkörpern ausstatten. Das spart uns auch einfach wieder ein bisschen Lagerraum, beziehungsweise wir können insgesamt einfach mehr mitnehmen. So, dann Deckgeschützmunition packen wir rein, so viel wie geht. Ach, sieh mal einer an, ich habe hier haben sie irgendwie die Kaliumabsorber reingepackt. Warum? Das macht keinen Sinn. Na, kann ich die eigentlich von hier nach da verlegen? Das geht jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Gut, wir haben genügend Geld. Es ist eigentlich scheißegal, wir verkaufen die jetzt einfach einmal schnell. Und dann müssen wir aber sowieso wieder warten, bis wieder genügend panzerbrechende Munition hier verfügbar ist. Deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal so. Flakmunition können wir noch ein bisschen was übernehmen. Da machen wir einmal voll. Dann natürlich Kraftstoff. Einmal volltanken. Immer volltanken, grundsätzlich, selbstverständlich. Torpedos, alle. Wir haben alles leer geschossen. Wenn wir gerade einen T5 verfügbar haben, dann würde ich den direkt mal hier hinten ins Hecktorpedolager hinzufügen. Dann wird der nämlich auch sofort geladen. Das heißt, wir haben direkt mal hinten drin einen Zaunkönig
für die Selbstverteidigung immer eine gute Sache. Ansonsten haben wir die Qual der Wahl und wir haben ja, wie gesagt, keinerlei finanzielle Schwierigkeiten. Wir können also das Beste nehmen, deswegen laden wir hier vorne mal einen Schwung T3-Torpedos ein. Ihr seht schon, hier war jetzt auch wirklich nur ein Zaunkönig verfügbar und die T3 sind jetzt auch schon wieder alle weg. Wir packen vielleicht mal noch ein T2 dazu und so lassen wir es erstmal stehen. Ansonsten Gegenstände, da wäre noch Kaffee dabei, habe ich immer ganz gerne ein bisschen was am Start. Packen wir hier mal noch 4 Stück rein. Okay, das reicht für den Anfang. Dann gehen wir hier noch zur Aufrüstung des Bootes. Was haben wir? Wir haben Datum ist, glaube ich, Ende November. Das heißt, wir könnten... Naja gut, wir werden sowieso die Mannschaft noch auf Landurlaub schicken. Dann werden wir hier ein bisschen Liegezeit haben. Also entweder könnte es sein, dass wir während der Liegezeit hier in La Rochelle tatsächlich noch Weihnachten erleben oder halt bei der nächsten Feindfahrt. Warum sage ich das? Weil wir hier unter Dekorationen den Weihnachtsbaum zur Verfügung haben. Den würde ich direkt mal mit einbauen für die nächste Unternehmung. Kostet nichts, ne? Deswegen lassen wir den einfach mal einbauen. Und natürlich, was haben wir gesagt? Funkmessbeobachtungsgerät, Borkum, müsste man im Horchraum einbauen können, oder? Ne, hier sind nur die Gruppenhorchgeräte, da hätten wir dann auch noch, das könnten wir als nächstes erforschen, das nächst bessere Horchgerät. Wo war denn nochmal? Genau hier. Ah, da haben wir auch noch Naxos 1. Übrigens, wenn man sich das mal durchliest zum Funkmessgerät, Funkmessbeobachtungsgerät, Wikipedia-Eintrag, das ist eine ganz lange Liste an verschiedenen Ausführungen. Also in der Realität gab es da noch deutlich mehr. Wir haben aktuell allerdings jetzt erstmal das Borkum erforscht. Kostet uns 10.500, wir haben genügend Geld, wie gesagt. Dauer einen Tag, wir kaufen das und so wird das aufgebaut, eingebaut. Und das gilt natürlich für sämtliche Upgrades, die man sich kaufen kann. Hier drüben könnte man noch verbesserte Latrinen, also alle sämtliche Upgrades muss man vielleicht ab und zu mal ein bisschen genauer hinschauen, aber das ist eben immer dieses grüne Pfeilsymbol. Dort kann man dann, wenn vorhanden, die Verbesserungen eben einbauen lassen. So, dann verabschieden wir uns hier einmal ganz kurz. Jetzt ist die Frage, schicken wir die Mannschaft jetzt schon auf Landurlaub? Ich würde tatsächlich erstmal hier diese Dienstbefreiung wählen. Das sind jetzt nur 3 Tage, die lassen wir jetzt einmal durchlaufen und dann machen wir hier mal noch weiter. Denn ich hätte ganz gerne noch vorher die ganzen Offiziere ausgestattet. Wir schauen nochmal. Weber schnappen wir uns direkt nochmal. Gehen nochmal zum Hauptlager. Hier der Weihnachtsbaum ist mittlerweile eingebaut. Sehr gut. Den werden wir brauchen. 2. Dezember mittlerweile. Dann gehen wir hier nochmal ins Hauptlager rein. So, dazu brauche ich aber natürlich den Herrn Weber ausgewählt. Dann können wir hier nochmal 18 weitere Kaliumabsorber transferieren. Dann wird er noch 2 unterbekommen. Das machen wir jetzt einmal so. So, dann müssen wir schauen, wer kriegt denn die Täuschkörper. Bislang hatte die, glaube ich, immer der Öldorp. Ist ja auch egal. Aber dem transferieren wir auf jeden Fall jetzt hier mal 5 Stück. Dann haben wir nämlich auch wieder im Hauptlager nochmal zur Erinnerung. Das wird gleich frei. Der ist schon frei. Okay. Hat er sich jetzt darum gekümmert? Hat das funktioniert? Moment. Transferieren. Verlegung befehlen. So. Okay, der sollte jetzt hier die Täuschkörper übernehmen. Das heißt, hier wird gleich wieder ein Slot frei. Dann können wir hier wieder ans Nachschublager dran gehen. Dann haben wir die Offiziere ausgestattet und können hier nämlich wieder nachfüllen. So, dann haben wir insgesamt 10 Täuschkörper. Hier können wir auch nochmal nachfüllen. Und habe ich Blödsinn gemacht. Hier sollten ja die Kaliumabsorber rein. Die werden wir auch noch wieder ganz voll machen, wenn wir dann wieder ein bisschen Wartezeit hatten. So, dann schauen wir mal. Torpedos. Oh, da hat sich aber nichts getan in den 3 Tagen. Oder kaum. Wenig. Hier ist nochmal ein T3 verfügbar. Gut, dann nehmen wir halt das T3. Okay, ein T5 ist nochmal dazugekommen. Wie machen wir es denn? Würde ich tatsächlich einfach nach hinten verlegen. Ja, das passt schon so. Und wir füllen jetzt die Torpedos auch noch nicht ganz auf. Wir nehmen mal noch ein T1 mit PI3 dazu. Ja, vielleicht nochmal ein T2. Und wir haben ja dann nochmal eine lange Wartezeit, wenn die Mannschaft auf Landurlaub ist, auf Heimaturlaub. Und in der Zeit wird sich hoffentlich auch hier, also werden sich die Torpedo-Vorräte wieder gänzlich aufgestockt haben, hoffe ich doch mal. So, dasselbe Spiel mit der Nahrung. Hier können wir einmal ganz voll machen. Zur Erinnerung nochmal, wir haben die Kombüse einmal ganz voll und haben jetzt hier jeweils noch, also insgesamt 4 Slots. Das sollte locker genügen. Kraftstoff ist schon aufgefüllt, Gegenstände. Da gibt es nichts mehr zu tun. Das heißt, auf Wiedersehen. Und jetzt könnten wir eigentlich schon dazu übergehen. Moment mal, muss ich eigentlich hier noch? Den Militärvorrat hatte ich noch erforscht.
Wenn wir das hier einmal noch bestätigen und akzeptieren. Ach, das hat jetzt, glaube ich, nur Budget dazu gegeben. Kann das sein? Ich dachte eigentlich, wenn man den Militärvorrat erforscht, dass man dann vielleicht auch wieder mehr Torpedos verfügbar hat insgesamt. Aber scheint nicht der Fall zu sein. So, wahnsinnig viel haben wir jetzt sowieso nicht mehr an Optionen. Das hier einmal die Luftaufklärung. Das ist halt vor allen Dingen für die Spionagemission interessant. Das nächstbessere Funkmessbeobachtungsgerät könnten wir erforschen. Dauert allerdings eine ganze Weile, weil wir dafür eigentlich noch zu früh dran sind. Dasselbe gilt für die Antiradarbeschichtung für den Schnorchel. Batteriestufe 2 könnten wir machen. Oder das nächstbessere Gruppenhorchgerät. Ich glaube, ich werde das nehmen. Ich habe hier auch immer, Moment mal, jetzt haben wir hier keinen Einsatz bereit. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich hier noch die Forschung quasi einmal hier offiziell bestätigen muss. Moment, machen wir einmal. Forschung abgeschlossen. Hier ist halt jetzt offiziell quasi noch ein Offizier eingebunden. Das akzeptieren wir mal und dann sollte der auch wieder frei sein. Ich habe ja mehr Offiziere, als ich an Bord habe. Ne, die kriegt man ja ab und zu als Belohnung. Deswegen gehen wir hier mal rein. Und dieser Gustav Engler, der hat halt auch einen gewissen Skill. Können wir das uns vielleicht gerade ansehen? Ich glaube nicht. Aber der kann quasi... Moment, steht das hier vielleicht? Gute Beziehungen, der Offizier hat zu Offizieren im Hauptquartier sehr gute persönliche Beziehungen. Er kann daher für alle Aufgaben im Hauptquartier unabhängig seiner Laufbahn und Fähigkeiten eingesetzt werden. Das ist natürlich super für einen Offizier, wenn man den hat und immer an Land hat, der kann dir halt alles erforschen. Da musst du keinen Funker für irgendwas abstellen, musst keinen Ingenieur für bestimmte Forschungen abstellen, sondern der kann halt alles. Das ist unser Mädchen für alles und der wird wahrscheinlich auch nie an Bord gehen, sondern der ist wirklich nur für die gesamte Forschung zuständig und der erforscht mir eben alles. Also akzeptieren, Gruppenhorchgerät und das können wir wahrscheinlich sogar noch vor der Feindfahrt einbauen, weil der Landurlaub dauert, glaube ich, immer 14 Tage. Forschung ist hier in weniger als 12 Tagen abgeschlossen. Ausgezeichnet. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier nochmal rein. Okay, wir haben keine Überlebenden mehr an Bord. Die könnten wir hier noch übergeben, falls wir noch welche dabei hätten. Ist aber nicht der Fall, deswegen gehen wir jetzt direkt zum leitenden Offizier weiter und melden mal Landurlaub an. Ich nehme eigentlich fast immer oder praktisch immer das bayerische Dorf. Erstmal ist es sehr schön bei uns in Bayern, muss man sagen. Aber das passt auch, finde ich, von dem, was man dafür bekommt. Preis-Leistung ist total okay für 1500. Und was mich da eigentlich am meisten interessiert, ist sowieso grundsätzlich nur hier diese 25% zusätzliche Erfahrung von der letzten Feindfahrt. Ob jetzt hier die Disziplin für 10 Tage plus 5 oder minus 50, also das macht für mich einfach keinen Unterschied. Das hier ist für mich so die gute Mitte, die goldene Mitte, bayerisches Dorf, 14 Tage für 1500 ausgewählt und ab dafür. Landgang der Mannschaft hat begonnen. Damit ist es jetzt, glaube ich, auch so, dass wir erstmal nichts mehr machen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, wobei, die Offiziere sind ja immer noch da. Wir können also trotzdem immer noch weiter shoppen. Bringt uns aber aktuell nichts, denn Torpedos sind immer noch keine verfügbar. Hier wird sowieso noch verladen. Dann eine Sache, die man müsste das eigentlich, genau, da gehen wir einmal ganz kurz in die freie Kamera, was ich einfach ein nettes Detail finde. Man sieht tatsächlich, man kann tatsächlich zusehen, wie die Mannschaft das Boot verlässt und tatsächlich hier auch mit Köfferchen in den Urlaub geht. Und der Rest der Besatzung müsste auch folgen. Die klettern tatsächlich jetzt alle nach und nach aus dem Boot. Kleines Detail, das werden sich die wenigsten wahrscheinlich ansehen. Er hat jetzt sogar hier einen Rucksack dabei, aber ich finde es halt total cool. Dass das nicht einfach so passiert, so zack, Mannschaft ist jetzt auf Landurlaub und nach 14 Tagen sind sie wieder da, sondern man sieht das tatsächlich. Finde ich ein nettes kleines Detail, ne? Die kommen jetzt alle nach und nach hier raus. Bis auf die wenigen, die halt da bleiben. Und verkrümeln sich in den Urlaub. So, das überspringen wir jetzt einmal. Lassen das hier im Schnelldurchlauf alles durchgehen. 14 Tage, beziehungsweise das wird vielleicht nochmal unterbrochen, falls eine Forschung früher fertig sein sollte. Das dürfte gleich der Fall sein. So, dann wird das Ganze hier einmal kurz angehalten. Dann können wir tatsächlich, könnten wir hier schon reinschauen. Sind dann hier auch wieder handlungsfähig. Das heißt, hier können wir direkt mit dem Shoppen weitermachen. Ihr seht schon, richtig gut finanziell aufgestellt. Wir müssen uns überhaupt gar keine Gedanken machen. Wir können einfach alles kaufen, worauf wir Bock haben. So, dann Deckgeschützmunition. Die wäre dann auch komplett aufgefüllt. Flak ist komplett voll. Torpedos. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Auswahl dazu. Jetzt ist auch wieder ein Zaunkönig verfügbar zum Beispiel. Ich hätte gerne nochmal ein paar T3 an Bord. Was nehmen wir noch mit?
Qual der Wahl, nochmal T2 und natürlich den Zaunkönig, den packen wir auch noch ein. So, dann haben wir die Torpedo-Vorräte wieder komplett aufgefüllt. Bei der Ausrüstung schauen wir nochmal rein, da fehlt noch ein bisschen was, Kaliumabsorber. Könnten wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt ganz genau sind, könnten wir dem einen Offizier, dem ich die Kaliumabsorber in die Hosentasche gesteckt habe, die zwei Stück auch noch auffüllen, aber ich glaube, das passt jetzt schon so. Also so sind wir auf jeden Fall, würde ich sagen, was die ganzen Vorräte angeht, schon startklar. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Mannschaft zurück ist, beziehungsweise wir gehen nochmal hier in die Aufrüstgeschichte hinein, denn wir haben ja das Gruppenhorchgerät erforscht. Dann gehen wir hier in den Horchraum und dann haben wir hier nochmal das Hydrofonsystem der Stufe 2 Gruppenhorchgerät Balkon. Es besteht aus 48 Hydrofonen, die an einer Kuppel montiert und an der Unterseite des Rumpfes rund um den Kiel angebracht wurden. Durch die tiefere Anbringung überdeckte nun der Rumpf des Bootes die Sensoren und isolierte die Oberflächengeräusche. Es hat einen Totenwinkel, der 60 Grad Achtern umfasst. Okay, das ist also jetzt aktuell die beste Variante, nicht ganz günstig, also ganz am Anfang. Gut, kann man es eh noch nicht erforschen, kann man schon, dann dauert es halt länger, aber 24.000 ist jetzt nicht gerade wenig, aber wir sind jetzt einfach schon so gut aufgestellt, dass wir da nicht drauf achten müssten. Gut, dauert 3 Tage, 16 Stunden, das heißt, und tschüss, nochmal Dienstbefreiung, Schnelldurchlauf. Okay, sieh mal einer an, jetzt wird das Ganze hier von dem Laconia-Befehl unterbrochen, 16. September 42. Trotz großer Rotkreuzflagge wurde U-156 fünfmal von einem amerikanischen Flugzeug vom Typ Liberator bombardiert, während es 4 volle Rettungsboote schleppte. Das ist also jetzt einfach ein historisches Ereignis, was sie hier quasi auf diese Art und Weise mit eingeflochten haben. Das heißt, die Sicherheit der eigenen Boote darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Wenn nötig, sind alle Maßnahmen zu ergreifen. Auch der Abbruch aller Rettungsversuche, wie aus dem Bericht von U-156 hervorgeht, glaubte der kommandierende Offizier nicht, dass der Feind angreifen würde. Als er die Rotkreuzflagge und die Rettungsversuche sah, kann man sich, also ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber das ist mit 99,9%iger Sicherheit tatsächlich so passiert. Also, ich hoffe mal auch, dass von diesen, sagen wir mal, historischen Einflechtungen in das Gesamtspielgeschehen, da darf gerne noch ein bisschen mehr kommen. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Okay. Gut, jetzt kann man hier unten auch schon erkennen, hier sind jetzt auch die Erfahrungspunkte nochmal gestiegen, dadurch, dass jetzt der Urlaub vorbei ist und man sieht auch, die Mannschaft kommt wieder zurück, geht wieder an Bord, frisch erholt aus dem oberbayerischen Bergdorf. Und dann sind wir wieder vollständig. So. Hier noch einmal kurz auf die Zeitbeschleunigung drücken und damit haben wir jetzt auch das Gruppenhorchgerät eingebaut. Alle sämtliche verfügbaren Upgrades haben wir eingebaut. Wir könnten aber natürlich, jetzt haben wir den Heini auch wieder frei. Moment, da gehen wir hier nochmal in die Forschung. Forschung abgeschlossen, dadurch wird der Offizier wieder frei und wir könnten tatsächlich nochmal eine Forschung anwerfen. Und verfügbar wäre aktuell, wann werden denn die Sachen verfügbar? 10.01.44, so lange will ich eigentlich nicht warten, aber wir erforschen erstmal das, was quasi offiziell schon verfügbar ist. Nehmen wir jetzt einfach Batteriestufe 2, kann nicht schaden. Gustav Engler, unser Mann für alles, akzeptiert und Forschung gestartet. So, ansonsten, wie man sehen kann, das war's mit der Forschung. Abgesehen eben von der Luftaufklärung und den beiden anderen hier Sachen, Funkmessbeobachtungsgerät T3 und die Anti-Radar-Beschichtung für den Schnorchel, haben wir tatsächlich mittlerweile alles erforscht und eingebaut. So, zu guter Letzt, mehr gibt's nicht zu tun. Boot ist startklar, dann fehlt uns nur noch ein Auftrag. Neue Befehle vom Oberkommando, da hat man eben immer ein bisschen was zur Auswahl. Schauen wir uns mal genüsslich an. Wir könnten die Flottille wechseln und uns hier in Bergen anschließen. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Gibraltar-Durchbruch hatten wir halt auch schon lange nicht mehr. Wenn man das quasi außerhalb von der Mission macht, kommt man da ziemlich locker durch. Wenn man das aber innerhalb dieser Mission macht, ist das Ganze halt sozusagen, ich denke, auch ein bisschen gescriptet. Und dann ist da auch mit ordentlich Widerstand zu rechnen. Ansonsten hätten wir noch zur Verfügung Patrouille Planquadrat AM4, AM5. Die Qual der Wahl. Hier drüben. Das ist halt super nah an unserem Heimathafen. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Und dann hätten wir nochmal Black Pit. Wobei ich nicht denke, dass wir irgendwann überhaupt auf diese 400.000 Bruttoregistertonnen kommen. Da sind wir einfach weit davon entfernt. Und dann ein bisschen weiter hier draußen. Da haben wir dann wahrscheinlich eher
nicht wirklich mit Fliegerei zu rechnen. Was nehmen wir denn? Meine Belohnungen sind mittlerweile auch, also da können wir, das spielt keine wirkliche Rolle von uns. Geld kriegen wir durch Versenkungen. Geld ist überhaupt gar kein Problem. Ansehenspunkte brauchen wir auch nicht. Milchkühe ist nett, haben wir aber auch noch genügend. Ja, was nehmen wir denn? Hier würden wir auch noch einen Offizier als Belohnung bekommen, aber noch einen weiteren Befehlshaber brauchen wir halt auch nicht. Auf dem Boot kriegen wir sowieso niemanden mehr unter und noch einen an Land zu haben. Oh, was nehmen wir denn, Leute? Gibraltar nochmal. Ich meine, man muss auch ganz nebenbei erwähnt, muss man dazu sagen, dieses Let's Play wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, denn die nächste Version, falls jemand den Trailer noch nicht gesehen hat, der sieht super spannend und sehr, sehr gut aus. Und die steht ja schon in den Startlöchern. Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, meines Wissens, aber es soll diesen Sommer passieren und jetzt ist Sommer. Also es kann nicht mehr lang dauern und wir werden auf jeden Fall wieder ein neues Spiel beginnen, sobald die neue Version draußen ist. Da sind so viele tolle neue Sachen drin. Ich tendiere tatsächlich, das war auch mein erster Gedanke, gehen wir hier mal hin. Da haben wir keinen langen Anfahrtsweg. Da werden wir uns hier nochmal ordentlich austoben. Gehen wir in dieses Planquadrat. Und dann schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Ja, komm, das machen wir. Ausgewählt. Und dann würde ich sagen, setz mit direkt Kurs. Und lassen die Feindfahrt beginnen. Na schön, wir sind noch nicht allzu weit gekommen. Es ist aber gerade ein Funkspruch von einem befreundeten U-Boot reingekommen. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Unsere Hilfe wird benötigt. Und zufälligerweise ist der Standort des Bootes auch genau in unserem zugewiesenen Operationsgebiet. Jetzt schauen wir mal, ob wir das in der Kürze der Zeit überhaupt hinbekommen, denn da sind schon ein paar Seemeilen zwischen uns und dem Operationsgebiet. Funkspruch ist hier zu sehen. Ist also gerade mal, wir waren, glaube ich, 4 Stunden auf See, dann kam der Funkspruch direkt rein. Von Wasserbomben schwer beschädigt, viele verletzt an Bord. Wir haben keine medizinische Ausrüstung mehr. Bitte um Hilfe, Koordinate und so weiter. Bis 22. Dezember, 10:27 Uhr. Mal schauen, wie genau es die nehmen. Also wenn wir um 10:30 da aufkreuzen, haben wir vielleicht Pech gehabt. Oder die haben Pech gehabt. Schauen wir mal. Wir blicken mal auf die Karte. Und ich denke, wir müssen dann ein bisschen auf die Tube drücken und mal mit der Leistung etwas hochgehen. Standort des U-Bootes ist genau hier drüben. Das heißt, eine Distanz von 900 Kilometern haben wir zu überbrücken. Dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall hier mal hoch auf große Fahrt voraus. Wir besetzen mal. Moment mal, wo ist denn das Tiefenruder? Oder hat sich schon jemand ans Tiefenruder gesetzt? Gut, dann setzt man die mal an den Steuerstand. Ist auch egal. Ich werde ein bisschen auf die Tube drücken, hier nochmal einen Speicherstand anlegen und dann schauen wir mal, ob wir das rechtzeitig hinbekommen. Okay, wir schreiben den 20. Dezember 42, kurz nach 9 Uhr abends. Bisschen unruhige See, etwas schlechte Sicht. Wir haben das Operationsgebiet erreicht. Das werden wir auch direkt mal durchfunken hier und wir haben es nicht mehr allzu weit bis zum Standort des U-Bootes. Das sollten wir locker schaffen. Hier noch 214 Kilometer aktuell unterwegs mit halber Fahrt und wir haben noch über einen Tag Zeit. Das schaffen wir also locker dorthin zu kommen. Ja, und dann sehen wir mal zu, dass wir hier diese Nebenmission direkt noch erfolgreich abschließen. Unserem Verbündeten hier zu Hilfe eilen und anschließend geht es daran, hier die Patrouille über die Bühne zu bringen, Schiffe auszumachen, aufzubringen, rundhorchen, schauen, dass wir hier irgendwelche Kontakte bekommen und ein paar Aale rausblasen. So, wir sind schon ziemlich nah dran. Das befreundete U-Boot ist bereits in Sichtweite. Wir müssen noch ein bisschen näher dran, damit wir hier übersetzen können. Und dann schauen wir mal, was sie wollen. Ich bin mal gespannt. Wenn sie medizinische Versorgung benötigen, ist die Frage,
müssen wir den tatsächlich immer zwangsläufig in Erste-Hilfe-Paket abgeben oder könnte das auch unser Funker mit der Erste-Hilfe, mit der Sanitätsausbildung machen? Jetzt schauen wir nochmal, welcher ist denn das nochmal genau? Ich habe es leider vergessen. Moment mal, was ist das hier eigentlich? Sanitäter? Ach, okay, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Seeleute des Offiziers können... Ach, die Seeleute! Die Seeleute, also die Matrosen, die wir ihm quasi zugeteilt haben. Okay, das ist natürlich super. Moment, und Sanitäter ist aber eine eigene Fähigkeit. So, jetzt machen wir hier einmal langsamer. Schauen wir uns mal die Prien an. Ich glaube, der Prien ist sowieso der Sanitäter, oder? Nein. Nein, nein, nein. Prien ist Funker, hat gutes Gehör und medizinischer Koordinator. Da habe ich das beim letzten Mal das Falsche gewählt, nehme ich an. Das hier wollte ich eigentlich haben. Okay, dann gehen wir aber mal hier nochmal beim Öldorp dran und werden den nochmal schnell hier das hier angedeihen lassen, den Sanitäter. Und dann schauen wir mal. Vielleicht genügt es ja tatsächlich, den Öldorp dort übersetzen zu lassen. Den nehmen wir hier schon mal raus. Setzen den Prien aber dann hier auf jeden Fall in den Funk, in den Horchraum, damit das Radar-Frühwarngerät hier auch besetzt ist. Was wir uns vielleicht auch nochmal ganz kurz... Moment. Das ist das Boot, dem wir... Nee, das ist unser Boot. Was ich euch eigentlich nur kurz zeigen wollte. Das Biskaya-Kreuz an sich ist nämlich jetzt auch endlich mal Geschichte hier, diese Bretterkonstruktion. Stattdessen haben wir jetzt dieses schicke Ding hier oben drauf. Das ist eben jetzt hier das moderne Funkmessbeobachtungsgerät. Sieht man eigentlich, also tatsächlich sind die Dinger hier eigentlich nicht fest installiert, sondern eigentlich müssten da auch Kabel quasi hier durchs Turmlook laufen, aber die haben sie jetzt hier noch nicht irgendwie visuell mit umgesetzt, ne? Also die Dinger waren ja nicht fest montiert, sondern wurden quasi oben erstmal drauf gebaut bei Bedarf, so wie ich das verstanden habe. Genauso wie das Uzo, das ist ja auch nicht fest installiert, sondern wird auch bei Bedarf dann auf die Brücke gebracht und dann würde hier quasi noch ein Kabel runterlaufen. Bin gespannt, ob solche kleinen Details auch noch mit ins Spiel kommen. Okay, aber das nur nebenbei. Gehen wir noch ein bisschen näher dran und dann schauen wir mal, dass wir den Öldorp übersetzen lassen. Fahren wir hier mal so auf gleiche Höhe. Und alle Maschinen, stopp. Interaktion. Senden Sie eine Delegation zum U-Boot. Und dann schnappen wir uns auf jeden Fall mal den Öldorp. Und wen nehmen wir noch mit? Also einer würde ja wahrscheinlich eh schon reichen. Aber falls Sie vielleicht doch auf Blöd-Ersatzteile benötigen, schicken wir mal den Eisenecker auch noch mit. Das sollte genügen. Und vielleicht noch ein paar Matrosen dazu. Kann ja nicht schaden. Fortsetzen. Delegation wird entsendet. Ah ja, medizinische Vorräte übergeben. Also das scheint, ich denke, das wird nicht genügen, dass wir hier nur den Öldorp... Okay, eine Einheit medizinischer Vorräte, das ist ja auch überschaubar. Okay, ist das eigentlich nicht auch neu, dass man das hier quasi animiert sieht, wie die hier beieinander sitzen und Erfahrungen austauschen beim Essen? Und jetzt tatsächlich auch mal hier beim Kommandanten in der Koje. Das finde ich ja cool. Das hätte ich auf meinem Boot auch gerne. Und das sieht auch fast ein bisschen detaillierter aus hier, deren Boot. Anders auf jeden Fall. Schaut mal, die. Da oben ist noch so ein Netz mit leeren Dosen. Das haben wir bei uns, glaube ich, nicht an Bord. Generell hier hängen einfach mehr Vorräte rum. Bild vom Cheffe hier. Okay, gut, dann machen wir das mal. Übergabe einer Einheit medizinischer Vorräte. Wir helfen gerne. U1172 haben wir hier. Okay. Dadurch sollten wir lobend erwähnt werden. Gut. Dann das wäre erledigt. Delegation ist bereits wieder zurück an Bord. Das heißt, machen wir noch ein kleines Familienfoto. Und dann werden wir uns auf die Suche nach geeigneten Zielen machen. Zeit wird's, dass hier mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Die haben übrigens auch denselben Tarnanstrich wie wir. Ich denke, das gilt dann einfach grundsätzlich, wenn man diese Mod oder irgendeine dieser Tarnmuster-Mod installiert, dann gilt das wahrscheinlich für alle Boote. Und was ich auch gerne noch hätte in irgendeinem der nächsten Updates, dass die anderen Boote vielleicht doch auch mal eine Brückenwache bekommen und nicht immer nur diesen einen rauchenden Typen hier oben stehen haben. Aber kleine Details. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich habe ja ganz kurz angesprochen, schaut euch unbedingt diesen Trailer an, den es da gibt. Bei Bedarf kann ich den verlinken, falls ihr den noch nicht gesehen habt oder nicht finden könnt. Also da, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist großartig. Ich freue mich mega drauf. So viele tolle Sachen. Okay, gut.
Wir könnten auch eigentlich hier direkt schon mal rundhorchen lassen, oder? Könnten wir diesem Brot jetzt eigentlich auch Befehle erteilen? Könnten wir schon tun. Dann lassen wir jetzt mal rundhorchen. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen direkt was. Kriegen direkt hier ein paar Kontakte. Das wäre natürlich überragend, weil dann könnten wir den vielleicht direkt mit einspannen. Setzen wir dem jetzt einfach mal einen Kurs. Schauen wir mal, was passiert. So. Tiefenrudersteuerung. Da setzen wir mal den Eisenecker hin. Kursgenauigkeit ist ziemlich weit unten. Packen wir mal den Kommandanten an den Kartentisch. Der dreht jetzt auch hier direkt schon. Kann man gut erkennen. Cool, der dreht. So, was macht unser Boot? Sind bereits alle eingestiegen. Langsam geht's auf Tauchstation in den Keller zum Rundhorchen lassen. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. Sehr schön. Ach ja, vielleicht schaue ich mir den Trailer nochmal genau an und werde euch dann in einer der nächsten Folgen berichten, was ich da so alles gesehen habe. Oder ich mache tatsächlich nochmal ein separates Video dazu. Weil das wäre schon ein Trailer, über den man eigentlich mal sprechen sollte. Allein die Hafenanlagen, die sie gezeigt haben. La Rochelle. Und noch weitere. Ich glaube, Helgoland war noch dabei. La Spezia. Fette Überarbeitung. Aber La Rochelle, also da hatte ich mich am meisten drauf gefreut, dass sie das endlich mal vernünftig umsetzen. Und es sieht verdammt gut aus. Inklusive dem fetten U-Boot-Bunker, den man da aus der Gegend kennt, aus La Rochelle, der ja heute noch existiert. Also es wird großartig. Neue Animationen sind dabei, Gegner, KI, ich weiß gar nicht, ob neue Schiffe auch noch dabei sind, aber es ist ein ganz, ganz großes Update. Vielleicht mache ich wirklich nochmal, wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe und die Muße habe, da ein eigenes Video dazu. Das wird sich, glaube ich, wirklich lohnen. Und das ist eben jetzt eins von zwei weiteren großen angekündigten Updates, bevor der Early Access dann verlassen werden soll. Ich bin gespannt. Aber in dem ersten großen Update, was jetzt, wie gesagt, irgendwann im Sommer kommen soll, da steckt schon eine ganze Menge Zeug drin. Das ist super vielversprechend. Und wie gesagt, ganz klar, sobald das erscheint, wird der Speicherstand hier beerdigt und wir beginnen nochmal von vorne. Also ich gehe davon schwer davon aus, dass man auf jeden Fall nochmal neu beginnen muss, damit man die ganzen Features auch wirklich zur Verfügung hat. Aber das wird sich lohnen. Ob wir dann nochmal ganz am Anfang des Krieges starten oder irgendwo ein bisschen später im Verlauf, schauen wir mal, was halt zur Verfügung steht. Kann ja auch sein, dass weitere Boote dazugekommen sind oder sich die Kampagnen nochmal irgendwie geändert haben oder so. Wir werden sehen. So, wie schaut es denn aus? Sind wir schon? Wir sind gleich auf 50 Meter unten. Horchraum ist besetzt. Wir weisen dem nochmal einen weiteren Matrosen zu. Bislang keine Kontakte reinbekommen. Das andere Boot macht jetzt natürlich auch ein bisschen Radau, weil die machen ja Fahrt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Okay, hat sich noch nichts getan. So. Naja, aber also solange der uns quasi folgt, sozusagen, solange der auf uns hört, schauen wir vielleicht, dass es uns tatsächlich gelingt, dass wir den hier irgendwie in unserer Nähe behalten, für den Fall der Fälle. So. Wir gehen auf kleine Fahrt voraus. Sind wir schon wieder aufgetaucht? Ja, wir sind aufgetaucht. Dieselmaschinen laufen. Problem ist natürlich, dass wir jetzt, wenn wir so nah an dem anderen Boot dran sind, nicht in den Fortbewegungsmodus kommen, also in die Zeitkompression. Ah, okay, okay. Ich glaube, der hat jetzt eben den Kurs, den wir ihm noch zugewiesen hatten, verlassen und hat dann einfach abgedreht. Aber ich glaube, es macht auch relativ wenig Sinn, den hier quasi manuell noch irgendwie an der Hand durch die Gegend zu führen. Wir müssen jetzt einfach alleine hier operieren. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber auch da stand was zu lesen bezüglich des neuen Updates, dass es tatsächlich, also diese ganze Rudelgeschichte wohl mal ein bisschen ausgereift sein soll. Ich glaube, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, dann sollen auch die anderen Boote Standortmeldungen abgeben können. Man selbst kann Standortmeldungen abgeben und dann werden tatsächlich Rudel gebildet. So ganz grob in die Richtung wird es wohl gehen. Und das ist auch längst überfällig. Bislang ist das einfach ein Feature, was eben einfach noch nicht ausgereift ist. Oder einfach noch gar nicht richtig implementiert wurde, denke ich mal. Okay, machen wir ein bisschen Strecke. Bewegen uns ein bisschen Richtung Westen und lassen hier nochmal rundhorchen. Wenn sich da nichts tut, machen wir einfach einen kleinen Cut. Und ich werde hier alleine ein bisschen auf die Suche gehen und dann sehen wir uns wieder, sobald sich irgendwie ein Kontakt auftut.
Okay, dann machen wir das mal. Und da ist es auch schon soweit. Direkt der nächste Rundhorchbefehl hat einen Volltreffer gelandet. Große Gruppe, ganz bei uns in der Nähe. Schraubengeräusch 22 bis 50. Könnte ein richtig dicker Brocken sein. In jedem Fall ein Geleitzug und das Ganze am 23. Dezember. Das wird unser Weihnachtsgeschenk, Leute. Okay, wir haben den Kurs, wir haben den groben Kurs. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht direkt auf Zero-Tiefe, machen mit dem Schnorchel weiter, damit wir einfach jederzeit mal kurz die Ohren spitzen können. Abfangkurs will er mir nicht automatisch berechnen, aber wir setzen halt jetzt einfach so einen Kurs. Dann einmal auf Zero-Tiefe gehen. Schnorchel ausfahren. Kreiselkompass ist an. Kursgenauigkeit auf Maximum. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und hinterher. Letzte Standortmeldung. Ungefähr hier. Nur damit wir das nicht aus dem Auge verlieren. So, dann schauen wir mal. Okay, sehr gut. Wir bleiben also dran mit der Horchpeilung. Wie schnell sind die? Kommen wir locker dran. Mit halber Fahrt. Müssen wir nicht mal auf AK gehen oder dergleichen. Da können wir uns schön langsam anschleichen. Und ich würde sagen, an der Stelle vielleicht auch nochmal einen Speicherstand anlegen. Ziemliche Suppe. Und das ist eben wie üblich Vorteil und Nachteil zugleich. Wir sind einigermaßen gut getarnt durch den Nebel, zusätzlich getarnt. Aber es wird natürlich schwierig, Torpedokurse zu berechnen. So, dann mal schön langsam dran gehen. Position ist ja noch relativ ungenau. Deswegen gehen wir mal eine Fahrtstufe runter. Schauen, dass wir da ein bisschen näher dran kommen. Vielleicht wollen wir ganz kurz stoppen. Vielleicht können wir dann das Ganze irgendwie ein bisschen genauer anpeilen. Und außerdem, Prin kriegt eine Ruhepause und wir schicken hier den ausgeruhten Öldorb ans Horchgerät. Ah ja, so langsam sind die aber gar nicht. Okay, nee. Schön dranbleiben. Ich würde natürlich am liebsten logischerweise vor den Konvoi kommen. So, jetzt sieht man schon, das Spiel stockt immer so ein bisschen. Als kleiner Hinweis. Wenn das passiert, dann ist man nah dran. Dann dürfen die gleich auftauchen. Seerohr ist besetzt. Kursgenauigkeit ist bei 100%. Der Alte kriegt nochmal eine Ruhepause. Dieselmotoren sind besetzt. Okay, ganz langsam. Und idealerweise diesmal vielleicht auch nicht direkt wieder entdeckt werden. So, wir kriegen jetzt ein Funktelegramm rein. Gut, solange wir nicht selbst funken, ist ja alles gut. Dann können die uns nicht anpeilen. Aber einen Funkspruch reinholen können wir ja schon. Das ist ja kein Problem. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt einfach nochmal ein Ziel zugewiesen bekommen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, ist dieses Ziel auch direkt in diesem Konvoi mit drin. So, verdammt, der fährt gleich aus dem zugewiesenen Operationsgebiet raus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Mein Verständnis war ja immer, dass man die Tonnage innerhalb von diesem Quadranten machen muss. Damit das hier dazu zählt. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, weil einige Leute halt das Gegenteil berichtet haben. Es könnte aber tatsächlich sein, dass dann vielleicht die Gesamttonnage nicht zu Black Pit dazu zählt. Aber ich glaube, damit kann man auch leben. Ist nicht so schlicht. Aber in jedem Fall, hier haben wir einen großen Konvoi. Wir gehen natürlich dran. So, schauen wir mal. Sehr wohl, Herr Kalor. Wir holen mal das Funktelegramm rein. Schauen wir mal, was der BDU zu sagen hat. Weihnachtswünsche wären angemessen. Aber dann wären sie ein bisschen zu früh dran. Das kam, glaube ich, auch noch nicht, oder? Dass man mal irgendwie frohe Weihnachten gewünscht bekommt vom BDU. Wäre doch mal eine nette Geste. So, Empire Roads. Wichtige Technologien. Jetzt schauen wir mal, wo dessen Position sich befindet. Ah, tatsächlich nicht in diesem Konvoi. Hier drüben. Ah. Das ist ja mies, oder? Die Qual der Wahl. Hier einen fetten Konvoi. Da, naja, 9 bis 21, aber da wäre halt das zugewiesene Ziel. Aber ich denke,
Wir machen das jetzt einfach auf eigene Faust. Wir sind jetzt hier schon so nah dran. Also die werden wir jetzt sicherlich nicht von dannen ziehen lassen. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Dass wir uns vielleicht noch ein paar Aale aufheben für den anderen Konvoi. Wir müssen jetzt sowieso erstmal schauen, was haben wir hier vorliegen. Bisschen Aufklärung betreiben. So, da geht's schon los. Das ist schon der erste Frachter hier. Sichtverhältnisse. Unverändert. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Funkstelle ab jetzt halten. So, dann geht nämlich hier die Hydrofonleistung sozusagen hoch. Die Horchreichweite. Gehen wir mal auf kleine Fahrt. Wo ist die Außensicherung? Schwer zu sagen, ne? Ich würde erstmal tippen, irgendwo hier vorne und irgendwo hier hinten. Die sind ja meistens, befinden die sich quasi an den Ecken. Aber wenn wir so jetzt hier drankommen und dann noch Kurse zustande bekommen, also Torpedolösungen, da sind schon ein paar dickere Bocken dabei, denke ich. Feindlicher Zerstörer. So, wie ich gesagt habe, da ist schon der erste Zerstörer. Okay, umschalten auf E-Maschinen. Sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen leiser werden. Wir gehen auf halbe Fahrt, ändern unseren Kurs nochmal. Und schauen, dass wir hier irgendwie in eine gute Position kommen. Eher so etwas vorderhalb des Konvois. Wir gehen auf große Fahrt. Dann hätte ich ganz gerne noch... Wie machen wir es denn? Du darfst mal an die Tiefenruderstation. So, Bender hat direkt die E-Maschinen übernommen. Sehr gut. Ja, schau mal, dass wir vielleicht sogar reingehen in den Konvoi. Oder zumindest sehr nah dran. Sobald wir hier wirklich nah dran sind, würde ich auch den Schnorchel einfahren und dann schauen wir, dass wir hier Kurse berechnet bekommen. Sobald wir hier ein bisschen was aufgeklärt haben. Weil, wie mir scheint, also hier kann man schon mal die Größenunterschiede erkennen. Etwas dicker, etwas dicker, etwas dicker, bisschen kleiner, etwas dicker. Schauen wir mal. Und ich gehe schwer davon aus, dass hier vorne auch noch irgendwo Sicherungsfahrzeuge sind. Den einzigen, den wir aber allerdings bislang in der Peilung haben, ist er hier. Ja, können wir das riskieren, hier einfach mal so ein bisschen mitzuschippern? Sichtweite ist halt miserabel. Können wir hier manuell vielleicht schon ein bisschen was erkennen? Ach, keine Chance, ne? Keine Chance. Irgendwo hier drüben müssten sie sein. Ja, da kann man, also ich sehe die noch nicht, aber man kann hier tatsächlich schon was einrasten. Schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht schon ein paar Daten erfassen können. Wen haben wir da jetzt eingerastet? Herr Kaloy? Ihn hier vorne, okay. Aha. Da müsste man den doch aber eigentlich schon erkennen können. Eieiei, da ist einiges geboten. LI genaue Tiefe halten. Das ist zu weit. Moment mal. So dicke Suppe, man kann selbst den, der relativ nah schon dran ist, nicht erkennen. Rauchfahnen kann man... Ja, man kann doch hier schon so ein paar... Bisschen silhouettenartig kann man da schon so ein bisschen was erkennen. Da hätten wir ihn jetzt hier. Prien, leg dich pennen. Ich brauche jetzt keinen am Funkgerät. Schauen wir, dass wir irgendwie ein paar Kurse hier, ein paar Torpedolösungen berechnet bekommen. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Das wäre in etwa feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr. Sein Kurs. Und wenn wir auf etwas unter den Kilometer dran kommen, okay, wir wären sowieso jetzt schon in einer ziemlich guten Schussposition für ihn hier. Es wurde noch ein Zerstörer gemeldet. Okay, da vorne sind die Sicherungsfahrzeuge, die vorausfahren. Das könnten auch Korvetten sein, von der größten Dimension her. Aber er hier, da bin ich mir ziemlich sicher, das dürfte ein Zerstörer sein. Ah, wir können sie doch schon erkennen. Ja, eindeutig Zerstörer. Unangenehm. Unangenehm. Aber Moment mal. Ihn müssten wir uns auch schon anschauen können. Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr lohnenswertes Ziel. Amerikaner, ich würde sagen, das ist ein Liberty oder ein C3, oder? Ich kann die immer schwer auseinanderhalten. Aber auf jeden Fall ein dicker Pott. 6.000 bis 8.000 kann man mal von ausgehen. Ja,
Gut. Weitere Ziele? Nochmal das gleiche, oder? Auch nicht schlecht. Oh, hier gibt's. Da können wir richtig absahnen. Der wäre auch nicht schlecht. Empire Sky, da haben wir sogar schon einen Namen. Auch ein dickes Ding. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist ein richtig fetter Konvoi hier. Mit richtig dicken Brocken, Leute. Ho. Eieieiei. Und schaut euch das an. Das ist ja ein riesen... Also so einen großen hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Mit so vielen Dickschiffen. Also da ist ja... Da haben wir die Qual der Wahl. Hör mir auf. Was ist das denn für ein Konvoi? Würde mich nicht wundern, wenn da auch noch ein paar Tanker dabei sind. Empire Resistance. Auch etwas größer. Boah. Da müssen wir jetzt gut überlegen. Es wird sich fast lohnen, hier mit einem Zaunkönig zu operieren. Einfach in die Meute reinschießen. In irgend so eine kleine Blase, wo sich einfach nur dicke Schiffe befinden. Hier hinten zum Beispiel. Aber sagt mal, auf ihn könnten wir doch tatsächlich... Ja, wenn wir das mit dem Kurs noch hinkriegen, den gezielten Schuss abfeuern. C3 ist es, wie ich gesagt habe. C3, Erkennungshandbuch. Schauen wir uns mal den Tiefgang an. 7,3. Also wären wir mit 8,5. Ganz gut dabei, denke ich. Alle Maschinen stopp. Ich will jetzt gar nicht noch näher ran. Schauen wir mal, ob wir das mit der Kursberechnung... Aber das wird schwierig, weil wir einfach zu wenig Sicht haben, beziehungsweise gar keine Sicht. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. Vielleicht kriegen wir den ja gerade so irgendwie in Sichtweite. Dann wird das mit der Kursberechnung halt relativ zügig gehen. Ach, schaut mal, wie nah wir dran müssen. Verdammte Suppe. 350 Meter, nicht mal. Beidrehen. Hart Steuerbord. Und wir müssen jetzt auch echt aufpassen, dass wir nicht... Moment mal, Schnorchel einfahren. Das wird mir hier ein bisschen zu heikel. Kapitän? Umschalten auf blaue Beleuchtung. Nicht, dass die unseren Schnorchel sehen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Ich versuche nur mal so viele Daten zu erfassen, dass wir hier einen vernünftigen Kurs zustande bekommen. Dass wir auf ihn auf jeden Fall mal schießen können. Ich würde tatsächlich jetzt hier Step by Step operieren. Wir laufen halt auch Gefahr, hier entdeckt zu werden. Ne? Darf man nicht außer Acht lassen. So, Kursberechnung sieht schon ganz gut aus. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir nehmen nochmal Fahrt auf. Lassen hier noch ein bisschen weiterrechnen und schießen tatsächlich erstmal auf ihn. So, Kursberechnung. Sind gleich bei 70%. Jetzt überlege ich, dass wir vielleicht auf irgendwo da hinten nochmal weiterrechnen lassen. Und tatsächlich einen Zaunkönig hier irgendwo mal reinfeuern. Grob in die Richtung. Irgendwas wird er treffen. Das wäre dann er hier. Könnte man versuchen. Ja, Kriegsschiffe. Ich lege mich nicht mit denen an. Es sind garantiert zu viele. Hier vorne haben wir schon welche gesehen. Hier hinten, das werden also mindestens 5 sein, wenn nicht 6 oder vielleicht sogar 7. Das lohnt sich einfach nicht. Selbst für den völlig utopischen Fall, dass wir alle versenken würden, dann haben wir fast schon die Hälfte der alle weggeballert. Nur für die Kriegsschiffe. Lohnt sich einfach nicht. Und die meisten dieser Schiffe sind ja selbst auch noch bewaffnet. Haben zwar keine Wasserbomben natürlich, aber... Nee. Okay, so läuft es ganz gut. Wir fahren hier so ein bisschen parallel mit. Überholen noch mal ein kleines Stückchen. Da müssen wir nur zusehen, dass wir nicht zu nah dran kommen. Wir machen eine super lange Folge heute. Muss echt schauen, dass die nächste dann einfach ein bisschen kürzer wird. Da müssen wir noch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Kapitän. Kursberechnung 70%. Torpedokurs berechnen. Reicht mir noch nicht. Machen wir so noch ein bisschen weiter. Okay, beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir zacken hier nochmal so ein bisschen weg und drehen uns dann hier quasi zum Schuss ein. So, mit der... Ja, das sieht ganz gut aus. So machen wir das. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht weg. Das dürfte genügen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Anlauf beginnt.
Jetzt sind wir zu schnell, oder? Kann das sein? Oder ist er jetzt im toten Winkel? Wir haben hier keine Horchkontakte mehr. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann sein, dass wir jetzt die Torpedoberechnung verloren haben. Das wäre jetzt natürlich ganz, ganz übel. Und er hat sich halt pennen gelegt. Ich glaub's ja nicht. Schick mir den alten ans Periskop. Das kann sein, dass das jetzt hier der tote Winkel ist. 60 Grad hieß es ja, ne? So, wir müssen uns nochmal drehen. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir müssten den doch hören. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da ist er wieder. Okay, gut. Kurs passt. Wunderbar, dann war der wahrscheinlich tatsächlich im toten Winkel, oder? Gehen wir nochmal ein bisschen näher ran. So, den versenkt man noch. Keine Sorge, kein Cliffhanger. Scheiße. Jetzt haben sie gefunkt. Jetzt haben sie gefunkt. Wir sind entdeckt. Okay, dann müssen wir jetzt einfach schießen. Hilft alles nichts. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Sehen wir zu, dass wir zum Schuss kommen. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Er zackt aber noch nicht. Okay, umso besser. Dann schießen wir jetzt hier. Da kommt der Zerstörer angerauscht mit Vollgas. Okay, wir müssen jetzt schießen. Das hilft alles nichts. Okay, wir machen Folgendes. Torpedokonsole öffnen. Nein, die Aale sind nicht vorgewärmt. Scheiße. Rohr 5 für den Zerstörer. Wir versuchen unser Glück. Alles auf eine Karte setzen. Rohr 5. Los. Alle Maschinen stopp. Und gleichzeitig, ich hoffe, dass das hier ein gezielter Schuss wird. Tiefe 8,5. Rohr 1. Da kommen schon die Wasserbomben. Los. Und runter. Ab in den Keller. Oh, das geht nicht gut, Leute. Das sehe ich jetzt schon. Alarm tauchen. Das geht nicht gut. Die überlaufen uns jetzt schon. Ach du Scheiße. Oh, oh, die bomben uns jetzt hier gleich aus dem Wasser. Gut, ich hatte ja gespeichert. Das werden wir nicht überleben. Zu lange gewartet. Na gut, da werden wir nochmal einen zweiten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal neu ansetzen. Das braucht man gar nicht versuchen, das einzufangen. Keine Chance. Keine Chance. Wie sieht's aus im Boot? Es wird nicht gut gehen. Tja. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Na gut. Sollen wir das noch schnell abwarten, bevor wir die Folge beenden? Wie gesagt, ey, ich muss auch langsam. Miese Nummer. Miese Nummer. Eine Minute früher, dann hätte es vielleicht noch funktioniert. Dann hätten wir den vielleicht getroffen mit dem Zaunkönig. Aber so saufen wir natürlich ab. Wir haben 10 Wassereinbrüche. Das Boot wird jetzt in kürzester Zeit volllaufen. Wir haben Verletzte. Hier die Kammern laufen voll. Die Compartments. Hier schon überall Licht aus. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Das ist hoffnungslos. Schade, dass man nicht evakuieren kann, ne? Das sollten sie schon noch irgendwann einbauen, finde ich. Schaut mal, wie das Boot sinkt. 150 Meter gehen durch. Das war's. Erledigt. Schaden repariert. Ja, so sieht's aus. So schnell kann's gehen. Wir erreichen die gefährliche Tiefe. Sind schon mitten im roten Bereich. 200 Meter, 210 Meter. Boot fällt sehr, sehr schnell. 220, 230. Boot ist nicht zu halten. Keine Chance. Also selbst wenn ich da schnell reagiert hätte und die einzelnen Bereiche dicht gemacht hätte, die einzelnen... keine Chance. Das waren halt richtige Volltreffer jetzt. Gut. Ja, was heißt gut? Weniger gut, aber... Ja, mit diesen grauenvollen Bildern verabschiede ich mich für heute aus der heutigen Folge. Boot ist nicht zu halten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden nochmal einen neuen Ansatz riskieren in der nächsten Folge. Bis dahin und macht's gut.